figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren und letzten Folge von Lords of the Fallen. Wir sind hier im Endgebiet. Wir werden ja nur noch Kokachin zur Hilfe holen. Das geht. Hallo, Kokachin? Ah, hier. Und dann werden wir den Boss in den Arsch rammen. Und zwar so heftig, dass der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Jetzt gucken wir mal, warum der so im letzten Part in der Ecke saß und geweint hat. Ist der ein Catboy? Rest assured, there is better than death. Ist mal ein Gefallen. Gut. Jetzt wird er irgendwie stärker. Und ich nehme jetzt extra nicht die OP-Ballerkacke da, ne? Weil ich sowieso genug Munition hätte. Der ist am Ketten bei dem. Jetzt schreist du, also zieht er es weg. Oder macht so. Okay. Nimmt einfach seinen Kopf als Waffe. Würde dir mal was überziehen über deine Wampe. Na? Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber... Das hat mir nicht gefallen. Sollen... Er soll das überhaupt... Interessant. Das ist ja völlig easy. Also ich konnte jetzt alles dodgen. Außer das. Und die Waffe könnt ihr auch haben. So. Wow, das war mal was, das ich nicht dodgen konnte. Meine Eltern. Wow. Oh, uns hat sogar noch überlebt. Hi, Kokachin. Das hast du wundervoll gemacht. Der König ist tot. Seht ihr? Jetzt kommt sie hier rein.
A job completed and a debt owed. Jo. Ich mach mal kurz hier ein Ding hin. Und das ist natürlich ein Adias Ding habt ihr auch noch nicht, ne? Das kann ich euch dann auch noch zeigen, aber ich will zuerst mal hier hin. Kukochin ist irgendwie im Boden verklippt. So my husband finally lies dead. A merciful end after he is not alone. Was ist es? Promise. Look at what we became. Thank you, friend. That my past is clear to me once more. Regicide is rarely viewed as a favor, but for both that and your efforts in freeing me from the grip of madness, I, Queen Sophia of Mornstead, would see you rewarded with this token. Richtig geil. I have no more rage. No more hatred. And I had my fill of grief and sorrow long, long ago. I cannot undo what I did. But deserved or not, all I want now is to rest. Ring von Königin Sophia. Die Ruhe für Sophia gewährt eine letzte Gunst. Ah, und jetzt ist sie gestorben. Leider. Leider. Das weiß ich gar nicht. Gibt's hier noch was? Interagieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich interagieren sollte. Deswegen, nachdem ich jetzt mit ihr hier gequasselt habe, gehen wir jetzt mal die Ringe durch. Warte mal, ich habe hier noch was Neues. Ah, ne, das ist der Anhänger des Paladins. Warum habe ich den hier? Ah, wahrscheinlich hat mein Bär den rübergegeben. Okay, was macht er eigentlich? Okay, ne, den habe ich ja vom Anfang an. Anhänger des Paladins. Stimmt. Jetzt, wo ich es nochmal so sehe. Ring von Königin Sophesia, ein Ring, der einst von Königin Sophesia von Mondstadt getragen wurde. Dieses Sanguina stellt sowohl Mana als auch Gesundheit wieder her. Das ist richtig broken, Freunde. Das, wenn ihr Magie spielt und ihr drückt einmal auf Sanguinarix und ihr habt einfach mal auch wieder Mana. Das ist richtig fucking broken. Er wird wieder scheinbar gegen Brennen. Dann habe ich noch einen infernaler Scheiß. Was ist der infernale Ring? Löst bei Brennen und Entzünden Aufbau aus? Ne, ich glaube, das war nicht der. Ich glaube, ich habe fast jeden Ring. Es fehlen nur noch die von den übrigen. NPCs, die ich halt nicht machen konnte. Aber sonst habe ich eigentlich jeden Ring. Ah. So. Jetzt denkt ihr so, wo ist eigentlich Adias? Wie wär's mit hier? Beim Schrein von Adir? Also man muss eigentlich nicht viel überlegen. Da wäre ich als nächstes hingegangen, nämlich. Weil da habe ich einen Guide dazu gesehen und ich mir so. Schon während des Videos einfach Adir. Ja,
interagieren. Natürlich sollte man es dann halt, wahrscheinlich muss ich da noch was machen. So, Moment. Ich muss jetzt kurz noch, bevor wir jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt Kukachin bezahlen. Und dann gehe ich raus, gehe schnell mal alles absaven. A pleasure. The wise always do right by the cook. I help you. Just be sure to make. Und gut, dann habe ich sie auch bezahlt. Jetzt mal gucken, ob es jetzt schon der Fall ist oder ob ich wirklich erst verschwinden muss, gefühlt. Gut. Also geht's weiter. Das heißt, ich gehe jetzt zum Setzling. Lade die Daten hoch. Ja, ich mache das so, weil ist mir sicherer. Nee, also wirklich, das ist richtig geil gemacht, ey. Ah, ist das schön, dass man das kann. So, dann gespeicherte Daten hochladen. Voila. Und ich habe es nicht mit dem OP-sten Armbrustding gemacht, weil ich kann natürlich immer fernbleiben, ne, und draufschallern. Und das ist für Bosse absolut broken. Ne? Also... Da kann jeder sagen, was er will. 1800 Schaden pro Schuss. Müssen wir drüber reden. Also beispielsweise müssen wir nicht drüber reden, dass es komplett OP ist. Ich meine, das macht mehr Schaden, als wenn ich einmal mit meinem Großschwert draufknall. Und bis ich dann das zweite Mal draufknalle, ja, ich kann meinen Schaden, den ich kriege, wieder zurückkriegen. Je nachdem, wie schnell der Gegner ist, zu einem kleinen Teil oder zu einem großen Teil, wenn er langsamer ist. Habt ihr auch schon bemerkt, ne? Dass ich praktisch kein Leben verliere gegen schwerfällige Gegner. Weil, wenn in dem Moment, wo ich zuschlage und der Gegner mir auch noch eine verpasst, ja, verliere ich trotzdem das Leben, ne? Und das ist halt scheiße. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir diesen Bildschirm hier sehen. Das nächste Mal würde ich es für mich höchstens spielen, wenn ich wieder mal Bock habe. Oder wenn ein DLC ist, kommen wir wieder zusammen, so, wenn ein DLC da ist. Aber ich glaube, vorher kommt Lies of P oder Elden Ring. So. Das habe ich hochgeladen. Egal, was jetzt passiert, ob ich ins New Game Plus direkt geschmissen werde, ich weiß es nicht. Da bin ich blind drin. Forces who regard you as nothing more than an instrument through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. They speak of light while offering you nothing but blindness. Laber nicht. Weak hypocrites relying on the malignant power of Umbral. With one breath, then decrying it with another. They brand me evil. A tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. Reject the fanatical crusaders and the deranged servants of the self-proclaimed judge. Dismiss all of their false dogma and the torturous mission to which they have bound you. And only then will you know freedom. And if you would hear it, the truth. Ja, müssen wir, weil die anderen Enden sind für uns gesperrt.
Wir sehen so geil aus, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sorry. Ah, wir spielen nochmal. Interessant. Und hier unten hat es kein... Oh, Adi, der beraubte Verbannte. Ju. Den muss ich killen. Those power-hungry malefactors who declared themselves judges turned my own children against me and waged a terrible war of needless slaughter. The judges and their crazed followers butchered those who remained loyal to me. And when I created the Rokar as a means to put an end to the madness. They too were no match for the heathen forces. In the end, even I fell. Although the judges found themselves unable to kill a god, despite their best efforts. To this battleground, which has served as my prison ever since. Meanwhile, mankind set about ruling themselves, free from the divine oppression of which they accused me. And yet, how long time passed before the judges themselves were raised to the status of demigods? Figures of worship, their real ambition, all too clear. Hey, es reicht. Yet an outcome. The people deluded themselves into believing a triumph. How much blood has been spilled in their names since my banishment? Far more than was ever spilled in my name. Mann, es ist ein billiger Kampf. Nee, das ist einfach ein billiger Kampf. Den kannst du nicht hören. Sorry. Den kann ich nicht für ernst nehmen. Und jetzt ist er halt tot. You with pity, my lost child. For you have been deceived. Hast du schon mal erzählt. Forces who regard you as nothing more than an instrument. Through which they might enact their blasphemous will and prevent my rightful return. Okay. Weiß noch nicht, wie ich es zusammenschneiden will. Eigentlich eine Stunde passt nicht mehr.
gefallen. Bezwinge dir den beraubten Verbannten. Das Licht der Umbral-Laterne ist niemals satt und konsumiert selbst Götter. Aha. Orios Wille wird von seinem ketzerischen Helden ausgeführt, der nichts als Verachtung erfahren soll. Okay. Mit seinem neuen erlangten Einfluss fesselt Orios seine Strahlen oder seinen Strahlen und diejenigen zu reinigen, die als Sünder gelten. Im Licht sollen sie fallen. Okay, Lords of the Fallen. Ah ja. Aber ich glaube sowieso, Lords of the Fallen, also die Entwickler, wir wandeln im Licht, erreicht das Ende Strahlen. Ihr habt eine neue Klasse freigeschaltet, Strahlender Reiniger. Ein Kampfpriester der Kirche des Strahlen Orios, dessen harte Ausbildung in spirituellen wie physischen Angelegenheiten ihm erlaubt, alles und jeden zu läutern, was der Kirche und Orios als unheilvoll gilt. Eine offensive Klasse, die anfällig gegen physischen Schaden ist, aber über eine große Toleranz gegenüber Magie verfügt. Möchtet ihr eine neue Reise, aktuelle Reise fortsetzen? So. So, und jetzt kann ich euch natürlich die auch noch zeigen. Und was auch besonders ist, ihr könnt hier plus 0. Na, ihr könnt auf dem selben Stand jetzt weitermachen. Oder plus 1 und dann wird es schwieriger. Ich würde euch empfehlen, noch auf plus 0 nochmal weiterzumachen. Das ist, erst haben sie extra so gemacht, für die, die, das haben sie extra für die gemacht, die, as you can see, I've been honing my skills as you instructed. And you are right. Nee, wir ich weiß gar nicht. Hätte ich nicht noch das Inferno-Ende haben können? So, weil, warte mal. Hat das irgendwer so leer oder so auf YouTube? So, Lea, gib mir mal einen Input. Kann man Adia irgendwie noch? Adias Ende, Platin Guide. Aber ich will doch kein Platin Guide. Of the Fallen. Oder war das jetzt gerade? Nee. Das Adir-Ende in Lord of the Fallen vorher. Ich guck mir das schnell an und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ja, jetzt haben wir das Läutern-Ende genommen. Okay. Das heißt, ich hätte noch, ganz anders agieren sollen, müssen, tun. Das heißt, ich hätte gar keinen von diesen Strahlen läutern dürfen. Ja, und das heißt, ich hätte da den ganzen Weg bis hoch in die Burg noch einmal machen müssen. Das ist komplett lost, also, nee, definitiv. Das mache ich dann mit den bösen Enten zusammen, ne? Wenn überhaupt, um die mal gesehen zu haben. Aber da mache ich keinen Komplett-Guide wie bei Lies of P. So, da haben wir den zweiten Monarchen mit den Schwerten. Dann haben wir hier sein schweres Gedenken.
Das soll ein Schild sein? Interessant. Hammer des Königin-Kopfes. Okay. Und dann haben wir hier geschmolzene Krone. Also wer das da aufzieht, weiß ich auch nicht. Dann mal gucken, was wir hier haben. Adias Vergeltung. Ein Rufzauber, mit dem sich ein Fluch heraufbeschwören lässt, durch den getöteten Feinde explodieren. Noch mehr als die Rache an denen, die ihm Unrecht getan hatten, wollte Adir nur eins, nach Hause zurückkehren. Dann haben wir hier, umgebt euch mit einem Wirbelsturm aus Feuer. Ja, ist halt nichts Geiles und nichts Ganzes, ey. Ja, und jetzt gehen wir nochmal zu Kukocin. Jetzt will ich gucken, ob die weg ist. Nö, natürlich nicht. Du musst wirklich mit ihr alle... Bosse killen. Ansonsten steht die einfach bei euch in der Rast anscheinend. Und verschwindet nicht. Das heißt... Wir kriegen auch hier ihren Scheiß nicht. Wow. Töten können wir sie auch nicht. Leider. Das ist richtig dumm. Das ist richtig behindert. Ja, die wollten halt, dass du noch jemanden mitnehmen kannst, ne? Ja, ich hab's probiert. Jetzt ist es amtlich, weil es hieß mal, 5 Bosse muss man einfach besiegen. Aber es sind insgesamt 7 Bosse, wo man sie mitschleppen muss. Also ich gehe nochmal gucken. Na, wenn ich jetzt hier gucken gehe auf YouTube. Kukocin Quest. Quest Deutsch. Dann gehe ich doch mal in eins der ersten. Soler hat das auch wieder. I help you. Just be sure to if you don't. And neither of us. You just be sure to if you don't. Ja, ihr müsst wirklich alle Bosse, alle Hauptbosse mit ihr killen, ansonsten RIP. Also, ja. Die Bosse an sich müsste ich jetzt eigentlich rein theoretisch nicht mehr killen. Legit, aber ich mache jetzt sowieso noch was, weil ihr seht ja unten bei den Items, wenn ihr hier nachguckt, hier Inventar. Jetzt habe ich 1100 von 1337, wenn ich wie gesagt das voll habe, dann RIP. Und deswegen solltet ihr immer gucken, dass ihr, wenn ihr sowas habt, na, immer nur ein oder zweimal habt. Schwert und Dolch des Lichtschnitters vielleicht noch. Erst. Dann haben wir hier zwei altes Monster-Großschwert. Das brauchen wir auch nur einmal. Wenn wir was also wenn euch wirklich was gefällt, dann könnt ihr natürlich mehr, also mindestens 2 davon drin haben. Zum Beispiel das hier habe ich auch 2-mal. Dann habe ich das 2-mal. Dann schaut der 1. Erheber Dunmeier von den dunklen Kreuzrittern gehörte.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Aber wenn ich jetzt hier nochmal durch die Waffensammlung gehe. Ey, es gibt so viele unterschiedliche Waffen. Das glaubt einem niemand. Also ich glaube, das ist bis dato das wohl, ja, größte Souls Game mit den meisten Waffen, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich dann nur noch gucken, wo das letzte Auge ist. Dass ich dann diese Augen-Trophy auch noch habe. Was ist denn das? Wickelt der Äbtissin? Aha. Dann haben wir hier noch den Schrott. Ja, ich gucke jetzt einfach noch mal ein bisschen durch das Ganze, so zum Schluss. Wie fandet ihr so das Game? Nicht das Let's Play an sich. Vielleicht fandet ihr es, weil ich gegen Ende nur noch so durchrennen konnte, ein bisschen lame. Das mag sein, ja. Aber ich hatte gegen Ende keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und die Stages waren viel zu schwierig, ehrlich gesagt. Für... wenn du schwächer gewesen wärst. Also ich frage mich echt, selbst als Profi wirst du einfach dort weggebombt. Jeder wird dort durchrennen. Einfach, der wird dort diese von Weitem killen, den einen Großen, und dann versuchen, den anderen im Nahkampf zu killen und dann, ja, zu hoffen, dass wir da schnell durchrennen. Na, Maske des Lords. Darf ich mal? Die ist schon richtig geil. Die ist schon richtig geil. Auf jeden Fall würde ich ein paar Sachen anders machen, weil jetzt kann ich sicher etwa die Hälfte dieser Charaktere einfach liegen lassen. Zum Beispiel App oder so, die habe ich alle gemacht. Auch dieser von Judgment und... na, ihr wisst wen. Mr. Gerechtigkeit, wie ich ihn ganz gerne nenne. Voll aufgeladen, Fernkampfangriffe verursachen zusätzlichen Schaden. Au, das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig broken, eher gesagt sogar. So, dann sind wir wieder hier. Also wirklich, ich feiere das richtig stark. Teilweise die Sachen, die man hier bekommen kann. Aber wiederum denke ich mir so, muss das so sein? Müssen die so hässlich sein? Weil ich finde es selten geile Kopfbedeckung. Vor allem Ding für eine Frau. Na, das war schon immer ein Manko hier bei Souls-Spielen. Aber ich konnte mich irgendwie immer cool umkleiden, dass selbst ich zufrieden bin mit der Frauenrüstung. Egal ob in Elden Ring oder wo auch immer. Ich hatte immer meinen Fun dabei. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Auch der Helm wäre cool. Aber man sieht zu wenig vom Face. Das kannst du vielleicht machen, wenn du ein Mann bist so und das Gesicht nicht wirklich eine Rolle spielt. Aber wenn ich eine Frau spiele in einem Game, dann wozu hat man einen Körper, wenn man ihn nicht zeigt? Bringt zwar nichts gegen Gegner, aber
Ich meine, no offense, aber ich bin eher jemand, der halt einen Frauenarsch anguckt während des Rennens als einen Männerarsch. Also ich weiß nicht, wie ihr das habt, ob euch das komplett egal ist, aber da muss ich sagen, hat schon was. Das hat mir mal ein Kollege gesagt und dann dachte ich so, ja, das ist eigentlich schon wahr. Ich weiß auch, ich habe eigentlich das aus der Prämisse immer genommen, weil, weiß, okay, ich habe es halt aus der Prämisse immer genommen, dass ich mir gesagt habe, yo, ich nehme Frauen, weil die immer, weil es immer geheißen hat, ja, Frauen können nichts. No. What the fuck? Da konnte sich wohl kein Kostüm leisten. Dann dachte sich, jo, ich nehme mir einfach irgendwie, ich nehme mir einfach irgendwie Knochen mit. Bitte? So, gucken wir mal. Was haben wir hier vom Lord? Was ist denn das bitte? Kannst du ja nicht ernst nehmen. Nee, ich dachte, hey, das sieht aus wie eine coole Rüstung. Aber bis jetzt wirklich ist die einzige coole Rüstung die da, die Gewand, das Gewand des Bekehrten, weil es halb, ne, noch Superman-Rock hat. Das natürlich, das Schnitterteil. Auch wenn es nur so, na, pseudomäßig ist. Und dann kannst du es eigentlich schon wieder in der Pfeife rauchen. Oh, eine Robe der Stille. Das habe ich ja. Okay, gehen wir wieder was verkaufen. Habe ich sonst noch irgendwas? Was haben wir hier? Wir haben ja nicht mal irgendwas Königinmäßiges bekommen, ne? Das ist ja richtig traurig. Ah, you again. Hier. Und dann hatten wir noch eins von, ja genau, das Ding da. Yes. Und dann war es das gewesen. Ja. Jetzt habe ich mal alles noch verkauft, was ich machen konnte. Ich bin mir wirklich unschlüssig, ob ich. Ich bin mir wirklich unschlüssig, ob ich noch ein New Game Plus mache für mich. Lies of P hätte ich schon wieder Bock drauf, aber das hier. Keine Ahnung. Obwohl es hier zigtausend Möglichkeiten gibt, ne? Hat das Game für mich keinen Wiederspielwert. Und ich bin in Lies of P genauso OP. Also am OP-Grad liegt es nicht. Na gut, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Euch hat das Game gefallen. Ich hoffe, ihr seid durchgekommen. Und dementsprechend tödle. Figure it out. I'll make it look like I'm good.